Hallihallo und willkommen, ja, zu einem Ultimate Team Video. Ihr könnt wahrscheinlich euren Augen gar nicht trauen, aber ja, ich dachte mir, da doch ein, zwei Spieler in der letzten Zeit insgesamt gesehen auf dem Markt waren, die mich doch interessiert haben, vor allem im Silber-Inform-Bereich, dass ich mir das nicht nehmen lassen kann, zu denen zumindest im Nachhinein noch ein Video zu machen. Ihr werdet wahrscheinlich schon viel zu viel dazu gesehen haben oder interessiert euch ja mittlerweile nicht mehr für Ultimate Team, aber trotzdem dachte ich mir, kann ich das nochmal nicht gehen lassen oder mir nicht entgehen lassen. Ja, als erstes Simon McKiernock. 95.000 habe ich für ihn bezahlt. So um den Dreh war er gestern, als ich geguckt habe. Immer noch 5 Spiele, 13 Tore, 2 Vorlagen, 64 Tempo, 66 Schuss und 83 Kopfball. Seine größte Stärke ist natürlich seine 2 Meter und 1 Körperlänge. 201 cm Körperlänge. 2 Sterne Skill Moves leider nur und 3 Sterne Weak Foot. Aber ja, wir gucken uns seine Ingame Stats an. 80 Kopfballpräzision, 79 Abschluss und 81 Schusskraft. Wir müssen bedenken, ein 70er. Wir reden hier von einem Spieler mit einer Bewertung von 70. Dafür sind einige Werte unglaublich gut hier drin. Wie gesagt, 2,1 Meter groß, auch 21 Jahre erst jung. Und dann natürlich noch 98 Stärke und 77 Sprungkraft mit einem Spieler, der 2,1 Meter schon sowieso groß ist. Also ja, insgesamt gesehen natürlich für einen 70er Spieler ziemlich krasse Werte. Wer sich erinnert und sich ja gut erinnert, der weiß vielleicht, dass ich McKiernock den nicht in Form schon mal reviewed habe für euch als einen der Silber Hidden Gems. Und ja, damals haben schon einige dann gesagt, dass sie ihn ausprobiert haben und dass er dann ziemlich krass war. Gibt natürlich seine Vor- und Nachteile für den McKiernock. Die sind dieselben an sich immer noch geblieben. Also die Nachteile, die schon seine normale Karte hatte, und zwar eindeutig natürlich seine Größe kann ein Nachteil werden in einigen Situationen, denn er ist sehr, sehr ungelenkig. Muss man natürlich sagen. Wenn man auf engen Raum versucht zu dribbeln oder sich zu drehen, generell mal irgendwie Richtungswechsel, das ist nicht möglich mit McKiernock fast. Also da sind die Chancen, dass ihr den Ball verliert, sehr, sehr hoch. Und muss ich auch eindeutig sagen, es ist sehr, sehr schwer, mit ihm mal ein Dribbling einzugehen. Das ist fast nicht möglich. Dann seine Schnelligkeit ist eigentlich mit 66, die fühlt sich deutlich schneller an, muss man sagen, schon so wie im Mittel-70er Bereich, also für einen Einzelstürmer mit schnellen Außen kein Problem. Also das dürfte eigentlich nicht das Problem sein, die Tempo, wenn ihr entweder schnelle Nebenmänner habt, auch im Zweiersturm solltet ihr da einen schnellen Nebenmann, einen kleineren daneben haben, sollte das auch kein Problem sein, das Tempo von McKiernock. Außerdem hat er niedrige Arbeitsrate, das heißt, er steht meistens eh nur vorne drin rum, um dann sowas hier zu machen. Seine Kopfballstärke ist natürlich gigantisch und ja, damit haben wir an sich auch schon die Nachteile fast. Sein sehr relativ schwaches Dribbling und sein nicht allzu überragendes Tempo, was aber eigentlich in meinen Augen völlig okay ist. Und die 2 Sterne Skill Moves halt. Seine Vorteile sind eindeutig natürlich, sein allergrößter Vorteil ist sein Kopfballspiel. Ihr gewinnt ja 95% der Zweikämpfe offensiv wie defensiv markieren. Und wenn er sie nicht verliert, dann springt er nicht hoch. Das kann manchmal schon vorkommen bei ihm. Wenn er nicht hochspringt, hat er manchmal Probleme, das Kopfballduell zu gewinnen. Aber wenn er hochspringt, ist der Kopfball euch. Sein Abschluss ist deutlich, deutlich verbessert zu seinem Nicht-Inform. Der war schon okay, aber der Inform hat einen sensationellen Abschluss. Also der finisht hier fast alles im Bereich vom 16-Meter-Raum. Das ist kein Problem für ihn. Da ist sein Schuss auch wirklich gut genug für, muss man sagen. Longshots kriegt ihr nicht hin mit ihm. Aber das ist eindeutig auch nicht sein Aufgabenbereich. Letztlich kann ich sagen, McKiernock Inform hat sich auf jeden Fall gelohnt. Spaß gemacht, wenn ihr ein bisschen flanken wollt und Kopfballtore ziehen wollt, ist McKiernock euer Mann. Und ja, ich kann es nur empfehlen, ihn nochmal auszuprobieren, jetzt gegen Ende von FIFA 14 Ultimate Team. Einfach nochmal ein bisschen drum probieren und da kann ich euch McKiernock nur empfehlen. Wenn es gefallen hat und ihr vielleicht noch sowas sehen wollt, lasst es mich wissen. Ansonsten werde ich mich auf Kairamus konzentrieren. Wenn ihr noch andere Ideen habt, die ich Ultimate Team technisch vielleicht machen sollte, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare und ich werde sehen, was ich machen kann. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, und tschüss.